Ja, Leute, doch. Wir befinden uns immer noch im alten Tempel. Ja, der ein bisschen modern aussieht mit den ganzen Kabeln und der ganzen Disco-Atmosphäre. Aber was soll's denn? Kommt zurück. So, der Boss wartet schon auf uns und er wartet zudem auch auf richtige Musik, die wir erstmal noch finden müssen. Wir haben zwei Discs. Ich weiß gar nicht, ob ich die ihm schon nochmal geben kann. Vielleicht fällt ihm ja was auf, obwohl ich würde am liebsten auch die erst alle geben, wenn ich alle komplett habe. Machen wir das mal lieber so, oder? So, der einzige Weg, wo wir noch lang können, ist hier runter. Ah, ah, tanz mit uns. Nochmal so, so einen ersten Gegner, Goombas und so. Na super, toll. Oh je. Na gut, ich glaube, ich muss bestimmt wieder nur darauf achten, wie ich, ach je. Wartet mal. Reicht ja nicht, wenn ich darauf achte, wie ich die Goombas anordne? Nee, ne? Ich würde nämlich gerne... Nee, hä, was zum... Ah, was sind denn jetzt hier schon wieder? Ich frage auf jeden Fall nicht die Toads. Ist das klar? Ja, dann mach ich erstmal so, um halt die Goombas hier alle anzuordnen, ne? So. Oh, okay, komplett schlecht. Komm, da reichen ja wohl die normalen Stiefel, oder was? Weil es sind nur Goombas. Wee, boing, boing. So, die First Enemies, also, ne? Erledigt. Zack. So, und dann nochmal... oh, kann ich gar nicht alle mit Hammer erwischen. Und dann nochmal hier schön mit den Glitzerbotten. Dann gehen die auch wenigstens kaputt. Wee, boom, boom, boom. So, die leben wir noch. Toll. Dann nochmal mit den normalen Botten. Dann brauchen sie ja nicht so verstecken. Warum haben die immer so viel Angst vor mir? Boom, boom, yeah. Weil ich mache mir echt Sorgen, dass eine Disc irgendwie mit Geld zusammenhängt. Ich habe mich schon so gefreut, dass ich irgendwie... Alter, geil. Cool, Professor. Dass ich irgendwie, ich habe so viel Geld gesammelt. Bis dafür andere Anhänger, die vielleicht noch kommen in Zukunft und so. Ah, wenn ich jetzt echt eine Disc mir kaufen muss. Das wäre nicht so toll. So, alles klar. Ordnen sich alle nett und perfekt an. So, ich habe nur eine Aktion. Komm, der Professor schafft es, oder? Oder ich bin jetzt stark genug. Okay, ich bin stark genug. Oh, Glitzer-Eisenbotten sind down. Aber ich krieg Cash. So, tanz mit uns von wegen. Ist mal komplett zerstört. So, da ich jetzt wieder eine Ausrüstung verloren habe. Ich habe noch Color-Eisenstiefel. Ey, einfach mal, wenn ich wirklich Geld brauche, soll ich Geld mal in Stiefel benutzen? Wo die wirken so selten. Goldener Hammer und goldene Stiefel, die wirken alle so selten. Ich nehme normale Collar-Stiefel normal. Weiter geht's hinab in den Dümpel. Ah ja. Stimmt ja, hier sind ja ganz viele Toads noch, die gerettet werden können. Oder sind nochmal Spinnen? Bin ich jetzt für Spinnen nicht auch schon stark genug, sag mal? Guck mal. Nee, bin ich nicht. Leider nicht. Boom. Kommen die Spinnen aus den Häusern. Eklig, Mann. Oh je. So, dann kann ich doch irgendwie... Kann ich da nicht... Ich habe drei Züge Zeit. Warte mal, ist doch dann eigentlich einfach, ne? Einmal so. Und dann nochmal die zwei. Habe ich zwei schöne Reihen. Ja! Richtig schlau. So. Und dann, schon die benutzten Collarstiefel, ne? Die machen doch alles schnell platt hier. Au! Yeah! So. Hört mich auch gleich, wie es wieder ein bisschen besser konzentrieren, wenn die Gene mal alle weg sind. Bei den Sarkophagen, die da auch nochmal rumeiern. Oh, wunderschön. Ey, jetzt habe ich so ja 165 KP. Alter, dieser Anhänger, der kann mir bis zu 25 KP dazu geben. Ist ja richtig krass. Loch erstmal zu. Zwung. Ja, mit dem Cash. Okay, ist wieder so ein Bilderrätsel mit den Sarkophagen. Ist jedes Symbol zweimal drauf? Nee, ich glaube, jedes Symbol ist sogar dreimal zu sehen. Und da ist eine Disc. Cool. Bam-bada-bam-bam. So, hier ein bisschen mehr Schnitzel nochmal. Da wieder alles voll. Okay, was ist das hier? Das ist ein Schalter. Wo kommt die Spinne auf einmal her? Hilfe. Hier sind Schleifspuren. Ach, guck mal, das sind die Tür hier. Okay, okay. Untersuchen. Hä? Diese Spuren sieht aus, als hätte hier etwas über den Boden geschleift. Ja, die Dings. Alter, cool. Drei nach links, über der Sonne gelegen. Nur mit der Stärke von 10 kannst du es bewegen. Aha, okay, ich glaube, ich weiß schon was.
Stärke von 10. Okay, alle Blöcke haben wir gefunden. So, kann ich erstmal die Disc hier einfach rausnehmen? Ja klar. Yeah, dude, Maxi Power. Eine Platte des DJs mit dem Titel Maxi Power. Okay, wartet mal. Ich glaube, ich weiß sogar, wie das zu interpretieren ist. 3 nach links. Über der Sonne gelegen. Mit, also, oder muss ich jetzt über der Sonne 3 nach links? Oder halt muss ich... Warte mal, 1, 2, 3... Nee, guck mal, es gibt ja sogar nur eine Sonne. Ja, es gibt nur eine Sonne? Es gibt ja einen so ein... Oh, shit. So ein Dreieck und ein Herz. Ey, nochmal KP Plus, das wäre so geil. Okay, Mann, was ist denn jetzt hier los? Also ich würde ja gerne... wie kriegt denn die hier angeordnet? Ich mache erstmal einmal so. Und dann habe ich natürlich gleich wieder richtig... Ah, nee, ich kann sogar noch zweimal. Okay, zack. Nein, nein, halt. So, ist schon richtig so. So, zack. Und dann halt nochmal eine... Ach, aber ich bin ja so doof, wartet mal. So, bin ja komplett doof. Die muss ja schon blenden nach ganz hinten. So, jetzt ist er wieder ultra schlau. Ja! So, oh, Kollerball. Oh, die sind aber schnell kaputt, die Dinger. Eieiei. Yeah. Ich nutze sie einfach zu krass. So. So, nochmal einen schönen Collarhammer. Und nochmal gleich wegballern. Obwohl, da ja auch der Professor, die echt, wie wenn man Glück hat, dann trifft er alle vier. Oder was? Na, egal. Schön mit dem Geld um mich geschmissen. So, ich glaube echt, die Spinnen kommen immer mehr. So, ich will hier mit dem Herz. Wer ist denn das hier? Drücken. Das ist nicht stark genug, um... Du bist nicht stark genug, um das allein aufzumachen. Und ich kann dir dabei nicht helfen. Okay, dann... Ach, warte mal. Gut, ich dachte irgendwie mit den... Dann brauchen wir die da. Dann müssen wir die erstmal retten da. Weil sie sind bestimmt mehr als 10. Dann kommen die vielleicht alle mit. Ich kann ja gar nichts machen. Nee, drücken. Ich dachte irgendwie erst mit dem... Dass man 10 mal mit dem Hammer gegenhauen muss oder so. Dass das dann verschoben wird. Aber gut, es gibt nur eine Sonne. Und ich glaube, hier sind echt noch... Hier ist bestimmt noch ein KP oder sowas drin. KP Plus. Das wäre richtig geil. Oder einfach aufhämmern oder so. Nee, na gut. Wir sind alleine. Der Professor kann sich helfen, Olivia auch nicht. Dann gucken wir mal weiter. Die eine, das war ja schon mal angenehm. Die haben wir einfach mitgenommen. Freut mich. Ich würde mir auch wundern, dass wir hier vielleicht... Wir haben hier bestimmt noch gar keinen einzigen Tod gerettet und dann ganz zum Schluss kommen alle auf einmal. Oh, da hinten ist die letzte Disc. Ja, aber... Letzte Disc? Dann kommt hier wieder irgendein Überraschungsmüll. Alle Löcher sind gestopft. Okay, da ist ein Schalter. Professor, drücken Sie mal den Schalter. Oh, okay, da kommen wir, glaube ich, zu den Toads dann, ne? So, ich nehme einfach mal die Disc. Aua! Professor, können Sie die Disc nicht sich schnappen? Aua! Was zum... Warum bleibt denn da stehen? Professor... Gut, denn nicht. Haut er mir immer eine rein, wisst ihr? Ach, guck mal, jetzt bin ich hier. Leute, kommt mal bitte alle mit. Könnt ihr die alle mitkommen? Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich brauche euch. Kommt mal mit. Ich kann die aber irgendwie nicht alle mitrufen, ne? Nee. Und hopp. Der Kraft von 10. Was soll denn das jetzt? Gib mir jetzt die Disc her. Nanu! Einfach weil ich da je gehauen hab? Okay. Na dann, Faltarme! Aus der Distanz einfach. Showerswillen. Eine Platte des DJs mit dem Titel Showerswillen. Tja, Kumpel, fail. Kommst du nochmal raus, dann streich dich nochmal. Nee. Okay, da habe ich ja jetzt alles, aber. Wie komme ich denn jetzt zu den. Was ist jetzt? Ich will halt nochmal die ganzen Geheimnisse da lösen und sowas, ne? Und mit dem Herzchen und so. Warum Wahnsinn, der Andi denn nischt? Warum, was soll denn nochmal hier? Ist die nochmal wegen den anderen CDs oder weil auch eine Abkürzung ist, weil der Weg ist gleich eh da, ne? Ja, genau, okay, gut. Ja, da haben wir alle CDs. Dann gucke ich mal. Ich gehe noch nicht in die Tür rein. Vielleicht gibt es auch irgendein Lied, der. Irgendein Lied, das irgendwie die Sichter wieder macht oder so. Hier, Kumpel. Hast du alle das gefunden? Ja.
Shower Thrills, die letzte. Gib mir einfach mal die erste, die wir gefunden haben. Herzblatt Hop. So, das hier ist für alle Schrecken, für alle schrecklichen Monster da draußen. Los geht's! Ich hasse es, Mann! dieser Song war schon zu oft gespielt, als er das erste Mal im Radio gelaufen ist, Mann! Man wollte uns dazu bringen, ihn zu mögen, indem man ihn rauf und runter gespielt hat. Ha! Die besten 5 Sekunden könnte man zusammenschneiden und für Werbung benutzen. Der Rest ist völliger Schrott. Boah, er scheint kein Fan davon zu sein. Probier mal eine andere Disc. Es gibt noch irgendwelche zu finden, und zwar noch genau 3. Okay, was sind für ein Mann, ey? So, denn die zweite, die ich gefunden habe, müsste die gewesen sein. Sutter Wipes. Alles klar, alles für die schrecklichen Monster da draußen. Let's go! Kompletter Trash, Mann! Hä? Klingt ja voll cool. Ja, gut, ich verstehe, warum den Leuten sowas gefällt, aber für mich ist das einfach nix. Ich glaube, du musst die Wii mixen. Er scheint kein Fan davon zu sein. Ja, bestimmt, wenn wir alle ausprobiert haben, dann heißt das irgendwie ja Mix mal 2. Du bist doch DJ, du musst doch Mix-Ups machen. So, dann hier nochmal mit Maxi-Power, Alter. Hau run. Los, DJ, hau rein. Ultra-Abfall, Mann! Sehe ich aus wie ein Stepptänzer, viel zu schnell. Runter mit dem Tempo, oder besser noch, runter mit dem Album vom Plattenteller und ab in den Müll damit. Nein, danke. Scheint auch kein Fan davon zu sein. Ich habe bloß noch eine Chance, DJ. Die letzte Disc. Also soll wirklich die letzte einfach sein? Shower Thrill. Bitte, lass es die richtige sein. Alle Monster da draußen, let's go! Oh, groovig, Mann! Diese Bassline lässt meinen Körper Dinge tun, die ich nie für möglich gehalten hätte. Yeah! Halt, Moment mal, ich will auf die Tanzfläche nicht allein sein. Warum ist hier so tote Hose, Mann? Wer hat die Stimmung gekillt? Ich leg hier keine Kessel Solo aufs Parkett, wenn ich alle anderen auf die Fetzen fliegen lassen hier. Na, wenigstens scheint ihm die Mucke zu gefallen. Aber wir müssen erst wegen der Tanzfläche machen. Normalerweise kriege ich sie ohne Probleme voll, aber dieser Typ lässt mich ja nichts spielen. Oh, aber vielleicht kriegen wir diese gesichtslosen Toads zum Abdancen. Verstehe. Hier, nimm diese alte tragbare Musikmaschine. Eine Disc ist schon drin. Lauf etwas herum, spiel die Musik und ich garantiere dir, dass diese Toads dir folgen. Wir brauchen so ungefähr 40, schätze ich. Viel Glück. Das ist ja auch geil. Absaven. Das ist ja auch cool. So verstehe ich dann natürlich, was los ist, ne? So, guck mal. Ey, ist ja geil. Das ist nicht schlecht. Guck mal, wir sind schon alle abwappen, Alter. Aber wie kommen wir mal alle mit hier? So, dann müsste ich ja echt einfach nochmal. Oh, wie kriegt denn die von den. Kommen die von dem Netz jetzt einfach hochgejumpen oder so? Das wäre echt lustig. So, ich habe jetzt schon 6 Stück. Nee, doch 6 Stück habe ich. 34 fehlen noch. Ey, guck mal alle hoch hier. Ich komme ja da unten nicht hin. Die machen echt mit. Scheint nichts zu bringen. Vielleicht brauche ich mir noch mehr Kraft. Mann, ey, die da richtig schon so. Ach, Mann, ey. Das ist so ein Quatsch. Aber so wird es wirklich sehr, sehr lustig und cool gemacht. So mega unerwartet. So, jetzt haben wir hier aber richtig viele. Die kommen jetzt mal alle mit hier. Zack, zack. Bam, bada, bam. Du kommst mit. So, nochmal schnell. Ups. Ich mach mal, wenn ich die ersten 10 hab, dann geh ich auf jeden Fall nochmal zu den Truhen dahin. Alles klar. Buhu hat auch Spaß. Cooper hat auch Spaß. Ey, mich lassen ja alle in Ruhe, wa? Das ist ja mal geil. So, kommt doch mal her jetzt hier. Wie kriege ich die denn von da? Ich kann da nicht ran. Das ist natürlich schlecht, Mann. So. Alle mitgekommen?
Oh yeah, machen wir einfach den Tempel-Move einfach mal durch die ganzen Hallen, Alter, geil. So, ich wollte noch welche, komm mit. Yay, oder ein. War das nicht sogar der allererste? Ich glaube ja, ne? Warte mal, ich gehe noch mal eins zurück am Anfang. Warum ist jetzt ein Riesen-Buhu? Warum? Hau ab. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Ich glaube, hier war keiner mehr, ne? Weil hier sind wir jetzt gleich am Eingang und die sind ja so verfolgt worden. Nee, ich glaube nicht. Aber sicher ist sicher, ne? Und warte mal, hier wurde ich ja geschlagen. Ich werde nochmal zurückschlagen. Irgendwo hier war doch der Typ, ne? Der mich angegriffen hat? Nee. Ne, okay, gut. Das sollte jetzt eigentlich. Oder warte mal, hä? Ganz jetzt am Anfang? Nee. Hier haben wir jetzt zum ersten Mal gesehen. Hier sollten also keine Toads. Weiter zurück sollten keine sein. Guck mal, wie die alle als Stapel da rumlaufen, Mann. It is so cool. Hoffentlich werden dem Professor die Arme nicht müde oder schlapp oder so. Der muss das Radio schön hochhalten. Wobei, eigentlich müsste er nicht mal hochhalten, aber irgendwie macht er das einfach. Jetzt auch nicht warum. So. Die Geister sind richtig dumm zu besiegen, weil die können nichts machen. So, ist das nochmal, ist das hier eine Drehwand? Nee, leider nicht. Also, aber damit ist auch Olivias Frage geklärt, ne? Vom Anfang, von wegen, habt ihr überhaupt Ohren? Ja, anscheinend schon. So, einer war ja noch hier in der Truhe drin. Ne? Genau, der da oben. Mitkommen, Mann. Zack. So. Noch 26 fehlen. Die sind doch alle bestimmt im Spinnennetz gefangen. Bada-bada-bam. Oh je. Nee, da würde ich jetzt wieder eine Abkürzung hinbekommen, aber ich gehe nochmal alle Wege ab. Oh je. Obwohl, jetzt sind ja alle abgegangen, ne? Jetzt muss ich ja, glaube ich, schon wieder zu den. Jo, mehr gibt's hier nicht. Sind die anderen denn echt alle da unten? Oder ein paar sind noch im Sarg drin und so? Da würde ich eigentlich auch. Eigentlich würde ich am liebsten jeden Sarg einfach aufmachen, weil warum denn nicht? Jetzt sind da Gegner drin, da und. Ist doch egal. Yeah, man, lasst mich alle in Ruhe. Ich muss hier vorbei. Der Buhu-Dance. Da will ich eigentlich am liebsten gleich mit dancen. So, jetzt wird der schnellste Weg zu den Sarkophagen. Oh yeah, die Halle. Flipp voll aus. Okay, habe ich jetzt richtig gesehen, dass der Boss ein Tacker ist? Wieso? So, erstmal gucken, ne? Sind hier vielleicht KP-Plus-Dinger drin? Ja! 5 leider nur. Oh, nee, 10! Ja! Ja, geil! Schon 150 KP! Richtig cool. So. Ja, denn, ne? Schätze ich mal, dass hier ja einfach nur Toads drin sind. Yeah, einer. Okay. So, jetzt haben wir 25. Okay, ist noch einer drin? Wer hat die denn alle eingebuddelt? Stoop? Jawohl, guck ihn ja an. So, ne? 3 links über der Sonne oder so wartet, ja. Also, weiß ich gar nicht auf jeden Fall, aber. Ja, sind alle Symbole irgendwie. Doch, sind alle doppelt außer halt die Sonne. Ich geh mal, mach die Sonne mal auf, ne? Sonne muss auf. Zack, da ist doch nix. Okay, dann könnt ihr echt einfach alle aufmachen. Oh, shit. Okay, man wird dann einfach angegriffen, verdammt. So. Okay, was soll das jetzt? Achso, nee, ist ja eigentlich auch einfach. Da muss ich einfach bloß. Wartet mal. Oder ist das einfach? Ich glaube ja, ne? Also, 1, 2. Da müsst du da gewesen sein, oder? Oder? Achso, da war eine Lücke zwischen den Typen. Na gut, dann. Colorbotten. Badam. Yeah. Alter, oh, was haben die so viel Verteidigung? Warum haben die so viel Verteidigung? Was ist da los? Okay, dann normale Botten. Knochengumba. Wow. Wir haben ja schon einen netten getroffen, der nicht Pappmaché war oder nicht Origami. Der war ja ein schöner Dosenöffner. Muss man ja sagen. Boom. Perfekt, Professor. Die sind echt der coolste. Abgeblockt.
Alter, 175 KP durch den Anhänger. Das ist richtig stark. Ultra cool. So, bring es zu Ende. Ja, ich hab keinen Bock, jetzt dafür was zu verschwenden. Sind uns zwei Geister, die machen nicht so viel Schaden. Wir sind eh kurz vorm Boss. Da wird eh nochmal hoffentlich nicht geheilt. Oder ich kann nochmal speichern auf Weg. Hm, Professor, ernsthaft? Ach, Professor. Vielleicht kann er nur einmal was ausbuddeln. Dann würde ja Sinn machen. Kann ja nicht mehrere Sachen an einer und derselben Stelle sein. Das geht doch gar nicht. So, ja. Ist immer noch ein bisschen schade, dass die Kämpfer halt an sich nur springen außer Geld. Aber die gehen halt, ich kann es echt nochmal wiederholen, an sich gehen die aber schnell. So nervig finde ich die jetzt nicht. Das ist mega ratzfatz. Die Züge alle, Gegner sind ja schnell dran. Und man ist selber wieder schnell dran. Kein Problem. So. Der hat bestimmt irgendwas damit zu tun mit dem Rätsel, dass ich den richtigen Sarg aufmache oder was. Und dann geht's richtig ab. So, also was steht da? Was sagt er denn nochmal? So. 3 nach links, über der Sonne gelegen. Nur mit der Stärke von 10 kannst du es bewegen. 3 nach links über der Sonne. Okay, also, ne, also die Reihe wahrscheinlich. Hier, das ist die Reihe über der Sonne. Dann 3 nach links. 1, 2, 3. Also eigentlich, weiß ich nicht. Oder dann halt vielleicht doch 4. Vielleicht der Mond. Wegen der Sonne und so. Ihr wisst schon. Oh, geschafft. Du bist ein archäologisches Naturtalent, Mario. Geil. Ich weiß. Hups. Bam, bam, bam. Boah! Ey, was ist denn nochmal für eine Gruft? Hups! Oh, ein Schatz ist hier. Hier ist ein Schatz. Professor, können Sie mal ganz schnell buddeln? Klar, Mann! Yeah! Zum Glück hat die Glocke aktiviert. Alter, Tempel des Chomses. Voll cool. Und 100% der Schätze auch gefunden. Sehr schön. Ich hab trotzdem Angst. Professor, können Sie mal ein bisschen buddeln hier? Ich meine, nimmst du nochmal einen Hammer oder sowas, ne? Geilen Hammer? Nimm ich gerne mit oder irgendwie sowas hier? Nee. Okay, was ist denn das jetzt hier? Ah, vor allem ein Königsgrab. Alter. Soll ich jetzt drücken oder soll ich erstmal die hier platt machen? Vor allem waren viele kleine Spinnen dabei. Mist, ich wollte ja irgendwie alle auf einmal, dass die alle auf einmal kommen. Ich glaube, das ist nicht machbar oder so. So, wie ordne ich denn jetzt? Ich versuche einfach mal die Spinnen in einer Reihe anzuordnen, wo das geht gar nicht. Ich hoffe, dass die Geister sich dann automatisch anordnen würden, aber nee. So, ich habe nur 2 Versuche. Kann ich? Ah, warte mal, ich glaube... Ah, ich weiß wie. Also, so. Und dann... So, sind jetzt die Geister vielleicht da in der Reihe? Yeah! Glück gehabt, ich habe so einen Eindruck geachtet. Egal, Colorbotten. Und dann sind sie down, oh yeah. Boom, boom, yeah, boom. Krass. So. Und doch mal, meine Armstiefel gehen alle kaputt. Warum das denn nur? Hui. Zack, zack, zack. Boing. So, na, spielt ihr den Groove auf euren Köpfen? Alter, 170. Übel. Das ganze Geld. An sich kann ich hier dann wirklich richtig viel Cash machen, oder? Oder wie, oder was? Wow. Wollte ich einfach den Sarg öffnen? Ich weiß, ich habe irgendwie... Ich will den Sarg öffnen. Los, komm. Guck mal rein. Ach, guck mal. Das war natürlich cool. Aha, okay, dann sollen wir sie jetzt wohl alle mal einfach runterschütteln? Kein Problem. Faltarme und dann schütteln wir mal ordentlich. Oder einfach reißen. Haha, cool. Und jetzt kommt alle mit. Wir müssen tanzen, denn das hält uns fit. Zwut. Komm her. So, noch 7. Ich glaube, es sind alle Leute. Ja! Zack. Wir haben alle 40. Das sind jetzt 40 Toads. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht. Okay. Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, ich kann auch mal speichern. Dann würde ich halt nämlich jetzt schön den Part beenden. Voll cool. Ich glaube, mit den ganzen 40 Toads, die werden bestimmt am Ende alle gerettet. Und dann ist, glaube ich, der Tempel auch komplett erledigt, was das angeht. So. Wow. Kommt ja sicher, dass der Kampf gleich losgeht. Er hat ein bisschen Angst. Aber eigentlich wäre das ein bisschen fies.
Ich glaube, ich muss bestimmt den Tod ansprechen, dass er nochmal Mucke auflegt. Ich glaube schon. So, okay, Leute. Ich speichere und beende dann den Part. Es war wieder mega witzig und mega geil. Und dann ist beim nächsten Mal der Boos dran. Mit fetter Tanzparty und Disco-Kugel und alles. Oh Mann, ich bin gespannt. Ciao!